Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy. Ja, Star Citizen Alpha 2.4 ist jetzt im PTU, im regulären PTU könnte man sagen. Das heißt, eine neue Einladungswelle ist rausgegangen und damit ist auch der NDA endlich aufgehoben. Wenn ihr erstmal wissen wollt, was ist alles enthalten, was sind die grundsätzlichen Features, dazu haben wir schon vorher ein Video rausgebracht. Jetzt könnt ihr euch also angucken. Link findet ihr in jedem Fall hier im Video und in der Beschreibung. Aber was ich mir jetzt für euch angucken will und das mit euch angucken will, und das ist tatsächlich eine große Ehre für mich, das ist die Reliant, die jetzt Hangar-ready geworden ist. Dafür bin ich jetzt hier im Revel and York Hangar. Hier hat man einfach mal das schönste Licht, um sich das Schiff komplett anzugucken. Und das werde ich euch gleich in dem Sinne vorführen, dass ich euch das Port Modification System zeige. Ihr werdet nämlich sehen, der Revel and York Hangar hier ist jetzt mal komplett leer. Da ist also nichts drin. Man sieht auch, die Bays an den Seiten wurden rausgenommen für den Moment jetzt. Das bedeutet, hier kann man eben sehr schön sehen daran, dass die Hangars erstmal wieder verkleinert wurden und die Bays eben dazugefügt werden. Und wir arbeiten jetzt mit dem neuen Port Modification System. Das heißt, ich rufe mir jetzt im Hangar mein Schiff. Dazu muss ich eben sagen, hier gibt es diese kleinen Nodes unten auf den Punkten, diese Punkte, an denen man vorbeilaufen kann und wo man dann eben wirklich das Schiff sozusagen direkt auf den Punkt holen kann. Wichtig ist, dass nicht jeder Punkt in jedem Hangar das gleiche Schiff holen kann. Das heißt, die in der Mitte sind relativ klar für die größeren Schiffe. Das heißt, wenn ich hier in die Mitte gehe, kann ich mir nur zum Beispiel die Starfarer holen. Wenn ich an den Seiten gehe, ist je nachdem, wie viel Platz rundherum ist, kann ich mir ein größeres oder ein kleineres Schiff holen. Das heißt, nicht jeder Punkt ermöglicht euch, jedes Schiff zu holen. Das habe ich gerade festgestellt, als ich verzweifelt versuchte, woanders mir die Reliant zu holen, so testweise. Hier funktioniert es jetzt aber an der Stelle. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier rein, wähle den Punkt an, linke Maustaste, bin ich hier automatisch in meinem wunderbaren Auswahlmenü und kann mir jetzt hier die Reliant liefern lassen. Item Pending steht da und da ist sie. Zack. Man sieht schon, warum. Das Schiff braucht Platz, zumindest wenn es gelandet ist. Ja, und da ist sie nun. Das ist ein MISC-Schiff, also von dem Hersteller MISC, in Zusammenarbeit mit den Xi'an entstanden, mit den Xi'an als tatsächlich Joint Venture, könnte man so sagen. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Xi'an-Technologie eingebaut. Die Reliant selbst ist ein Tier 2 Einsteigerschiff, das heißt, es ist ein Einsteigerschiff, was, sagen wir mal, schon eine Größenklasse größer ist und dementsprechend auch ein bisschen anspruchsvoller als zum Beispiel eine Aurora oder eben auch eine Mustang. Das sind alles Tier 1 Starterschiffe. Hier haben wir jetzt ein Tier 2 Starterschiff. Zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eben ein Zweisitzer ist. Das heißt, wir haben ein zweisitziges Cockpit. Ich persönlich bin total verliebt in das Design. Ich mag die total gerne. Ich habe selber als In-Game-Character, als Privatschiff sozusagen eine Reliant in der Zen-Variante. Das ist dann die Forschungsvariante, die dann irgendwann später ins Spiel kommen wird. Jetzt aktuell haben wir hier die Core, die sogenannten Mini-Hauler. Das heißt, das kleine Transportschiff, was wir hier vorgestellt kriegen. Man kann dazu sagen, ich finde sie vom Design wirklich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, sie wird sich dann beim Flug aufstellen. Das heißt, jetzt haben wir zwar diese vertikale Form, die für die Landung gedacht ist, aber dann, wenn sie fliegt, wird sie sich eben diese horizontale Aufstellung, die es jetzt ist, und sie wird sich dann vertikal aufstellen, ähnlich wie die Cartual, wenn sie dann im Flug ist. Das können wir jetzt leider noch nicht sehen. Wir haben sie, wie gesagt, jetzt erstmal Hangar-ready. Und was ich jetzt mit euch mache, ist natürlich mal in das Schiff reingehen und sie mir von innen angucken. Vorher will ich nochmal bemerken, hier sehe ich etwas, was für mich aussieht wie ein Betankungsstutzen. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das dafür gedacht ist. Ist jetzt nicht weiter definiert, aber davon gehe ich mal aus. Wir sehen außerdem, dass ich jetzt hier schon tatsächlich verschiedene Nodes habe, wo ich eben Dinge mit dem Port Modification System verändern kann. Das heißt, hier, wie man sieht, werden mir zwar noch nicht angezeigt, worum, um welchen Komponente es sich handelt, aber tatsächlich werde ich sie hier verändern können, auch in Zukunft. Ich kann also wirklich an dem Schiff selbst die Waffen zum Beispiel hier tauschen. Hier sieht man jetzt, das ist relativ eindeutig. Ich kann hier also die Neutron Cannons anbauen oder was auch immer mir zur Verfügung steht. Die Auswahl ist bei uns hier relativ groß. Aber damit könnt ihr dann wirklich auch ohne Holotable jetzt direkt tatsächlich an dem Schiff was verändern und dementsprechend auch die Ausstattung komplett direkt im Hangar verändern. Ja, und damit gehen wir jetzt mal rein in den kleinen Laderaum hier. Faltet sich schön auf.
Persönlich muss ich sagen, es ist tatsächlich kleiner hier hinten, als ich gedacht habe. In den Konzeptzeichnungen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Tatsächlich ist es eben so, dass die Reliant eben ein kleineres Schiff ist. Das war ja von Anfang an klar. Aber es ist tatsächlich relativ gedrungen, muss man ganz ehrlich sagen. Und von hier aus geht es dann auch direkt ins Cockpit. Da werde ich mich jetzt einfach mal testweise reinsetzen und mir mal anschauen, wie das Ganze sich hier anfühlt. Was mir nämlich von Anfang an schon sehr, sehr gut gefällt, muss ich gerade sagen, ist der wirkliche Überblick. Also man sieht hier, auch wenn man jetzt noch die Hangartüren sieht und noch kein Universum, aber wir haben einen unglaublich schönen Rundumblick in der Reliant. Ist echt eine klasse Sache geworden. Das wird sich sehr, sehr gut machen im Spiel. Gerade im Vergleich zu anderen MISC-Schiffen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel der Freelancer oder der Starfarer, die dann halt diese Panzerschlitze haben. Hier haben wir eine Panoramascheibe vom Allerfeinsten. Außerdem haben wir in den Concepts schon gesehen, das wird man jetzt eben noch nicht erkennen können, weil das Schiff eben noch nicht so weit ist und es auch ein paar Grafikfehler noch gibt, wie man sieht. Die Kontrollen, also die Bildschirme, werden von oben runterfahren. Also die werden sich von oben hier ausklappen. Ich denke, da ist die Mechanik schon eingebaut, dass man ganz gut sehen kann, wie sie dann eben von oben so ein bisschen das Bild ins Bild klappen, damit man eben oben die Displays sehen kann. Wie sich das Ganze dann im Flug anfühlt, wird es zu einem späteren Zeitpunkt zu berichten geben. Aber für jetzt im ersten Moment gefällt mir der Überblick auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gleichzeitig sieht man hier den zweiten Sitz. Also wie gesagt, wir haben zwei Personen, für die dieses Schiff gemacht ist. Es ist das einzige Starterschiff bei Star Citizen, was wirklich einen festen zweiten Platz hat, wo man also jemanden mitnehmen kann, der auch tatsächlich mit in den Flugbetrieb eingreifen kann. In welcher Form und wie, das werden wir dann alles noch rausfinden. Und von hier aus würde ich sagen, ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal ein bisschen in die Außenansicht schalte, genau, und dass wir jetzt uns das Schiff mal so von außen so ein bisschen besehen können. Also, was man sehen kann, wenn sie gelandet ist, hat sie relativ verständlich eine sehr breite Silhouette. Wird sich natürlich in dem Moment ändern, wo wir dann in die Flugrichtung gehen und wir uns eben vertikal aufstellen. Allerdings muss man eben auch sagen, auch dann wird die Silhouette, wenn man sie von der falschen Seite erwischt, relativ groß sein. Also das muss man sich klar sein. Das Schiff ist kein Kampfschiff. Es gibt zwar eine Skirmisher-Variante später, die ein bisschen eher für Milizen ausgestattet ist, aber grundsätzlich ist es eben ein Starterschiff. Und man muss eben sehr aufpassen, dass man diese großen Flächen hier dem Feind nicht zu sehr zuwendet. Nichtsdestotrotz macht sie einen sehr agilen Eindruck für mich jetzt vom Aussehen her. Wir haben also zwei Triebwerke drin. Die beiden Haupttriebwerke, die beweglich sind, sieht fast ein bisschen wirklich aus wie bei der Cartual. Die Triebwerke, wie sie da angebracht sind, ne, dass sie sind hier in diesen Kugeln da drin, die beiden Haupttriebwerke. Und ansonsten haben wir 13 Maneuver Thruster. Die sind hier in den Seiten drin. Das sieht man auch ganz gut jetzt hier an der Bildschirmecke oder eben an den Flügeln. Man sieht diese Kugeln, die da an den Seiten sind von den Flügeln, jetzt quasi direkt über meinem Kopf. Da sind Maneuvering Thruster drin, die das Schiff eben helfen, dann auf die Bahn zu bringen. Ansonsten kann man eben sagen, dass wir hier wirklich mit noch die Basisversion haben, wie wir das von Star Citizen kennen, wird das alles andere ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das heißt, bis wir die wirklichen Varianten haben und ich zum Beispiel meine Researcher-Zen-Variante im Hangar habe oder dann irgendwann flugbereit, wird sicherlich noch einen Moment dauern. Ansonsten kann man halt sagen, es ist ein für mich wunderschönes Schiff, sehr, sehr gelungenes Design. Ist endlich jetzt bei uns in den Hangars gelandet, sollte ja schon eine ganze Weile passieren. Man sieht ganz schön, finde ich, wenn ich jetzt mal ganz nah ranfahre, wie die Sitze aufgehängt sind. Ne? Das bedeutet, wenn die Reliant sich also aufstellt, tatsächlich in den vertikalen Modus, dann fahren eben die Sitze rum, sodass man dann quasi übereinander sitzt. Zumindest so stelle ich mir das immer jetzt aktuell vor. Kann aber auch sein, dass das ganze Cockpit sich fährt. Da gab es auch die Konzeptzeichnung, wo eben das ganze Cockpit quasi wirklich in dieser Ebene bleibt. Aber die Sitze sind auf jeden Fall aufgehangen, so dass sie sich mitdrehen könnten. Wie sich das Ganze aussieht und ob das zur totalen Achterbahn führt, das werden wir dann sehen, wenn die Reliant Flight Ready ist. Wird noch einen Moment dauern, aber bei den kleineren Schiffen legen sie ein gutes Tempo vor. Was man jetzt auch schon sieht, sind eben die Bildschirme, die ich vorhin in der einen Perspektive schon mal erwähnt habe. Ne? Wir haben hier die Bildschirme, die sich dann eben von oben runterklappen, sobald man in den Flugmodus einsteigt, damit man eben die wichtigsten Anzeigen direkt voraus hat. Wie dann das hat sich dazu gestalten wird, das wird sich noch zeigen. Das kann ich jetzt an der Stelle auch noch nicht sagen. Aber das werden wir auf jeden Fall herausfinden, spätestens wenn sie dann soweit ist. Ich bin jetzt noch mal hinten ein bisschen
zum Laderaum gegangen. Also hier kann man eben dazu sagen, dass die Cargo-Kapazität laut Stat-Angaben bei 30 SCU liegen wird, die man hier verbauen kann. Ich finde es tatsächlich ziemlich viel dafür, dass man doch eigentlich denkt, dass hier relativ wenig reinpasst. Also wenn ich mir die Crates so angucke, die sie bisher zeigen, was so ein SCU ist, dann muss ich sagen, okay, ist platzsparend, aber das wird sich eben, wie gesagt, noch zeigen, ob das wirklich dabei bleibt oder ob sich da noch was verändert. Was ich jetzt noch nicht entdecken konnte und was wir auch bisher sonst nicht gefunden haben, ist ein Bett. Schlafmöglichkeiten, die soll es geben oder sollen zumindest nachgefügt werden. Kann sein, dass es dann ähnlich läuft wie zum Beispiel bei der bei der Origin-Serie, dass sie sich eben hier an der Stelle aus der Wand so rausfahren oder man eben reinkommt. Es kann auch sein, dass sich diese Bettsache inzwischen erledigt hat. Das wäre sehr schade, fände ich, gerade für zum Beispiel so eine Researcher-Variante. Will man ja vielleicht auch mal ein bisschen weiter unterwegs sein. Aber warten wir es ab. Das werden wir in jedem Fall erfahren. Eigentlich sollte jedes Starterschiff mit einem Bett geliefert werden. Das kann ich euch an der Stelle aber noch nicht hundertprozentig sagen, weil anwählen kann ich es hier nirgends und ich sehe auch sonst nicht den Raum, außer eben hier in diesem kleinen Gang, wo man dann sich vielleicht in so einen Sarg legen kann. Wir werden es erleben. Wir haben also jetzt inzwischen die Reliant endlich im Hangar bereit. Alle, die jetzt PTU-Zugang haben und eine Reliant besitzen, können sie sich auf jeden Fall angucken. Denkt bitte daran, dass sie die richtigen Punkt wählt, also die richtige Port, den richtigen Port, um das Schiff spawnen zu können. Alle anderen werden dann auf jeden Fall mit dem Genuss des Live-Patches in die Reliant einsteigen können und sie sich dann von innen aus besehen können. Nach wie vor sehe ich auch, es gibt noch viele Fehler, auch an den Grafikfehlern. Das ist halt noch eine PTU-Version, aber dafür testen wir das Ganze ja auch, um diese eben Bugs zu melden. Ansonsten lasst uns wissen, was ihr von der Reliant haltet, wie ihr sie jetzt so findet in der ersten Implementation. Wie gesagt, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie das aussieht, wenn das Ding dann sich endlich durch den Weltraum bewegen kann. Und was die ganzen kleinen Details noch angeht, die ich eben noch als Frage erwähnt habe. Wenn ihr up to date bleiben wollt, bleibt an unserem Channel dran. Wir werden jetzt natürlich sehr, sehr viel über 2.4 berichten. Wir werden uns alles mal im Detail angucken, was jetzt der neue große Meilenstein-Patch hier uns so bieten kann. Also abonniert unser Channel, wenn es um Star Citizen gehen soll. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie fandet. Lasst uns Kommentare da und auch gerne Feedback und Verbesserungsvorschläge. Und wenn ihr uns als Patreons unterstützen wollt, nämlich direkt als YouTube-Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Dort findet ihr ein paar Rewards, die euch vielleicht gefallen und ihr ermöglicht uns, dass wir unsere Arbeit hier lange und dauerhaft für Star Citizen durchsetzen können. Also in diesem Sinne, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Hangar-First-Look von der Reliant und ich freue mich aufs nächste Mal. See you on the flight deck. Sawyer out.